Gut, also wir sind ja heute unter uns und ich möchte euch einfach für eure Diskussionen bewaffnen, wie ihr diese Anti-Atom-Argumente einfach sehr schnell und effektiv entkräften könnt. Das ist so mein Hobby, meine Leidenschaft, mein Laster. Das mache ich fast täglich auf Twitter und auf Facebook, dass ich mit irgendwelchen Atomkraftgegnern zoffe. Und ich glaube, ich bin inzwischen recht schnell geworden, ein Brett zu geben, dass sie merken, hoppla, irgendwas passt mit meiner eigenen Argumentation nicht. Also, wir haben hier den Flyer von Ausgestrahlt, Irrweg in der Klimakrise, warum Atomkraft keine Antwort auf den Klimawandel ist. Beim letzten Mal habe ich 20 Minuten für die Rede gebraucht. Drückt mal bitte eine Stoppuhr, wir messen jetzt mal, wie viel Atomkraft, Anti-Atomkraft-Argumente ich pro Minute entkräften kann. Also, natürlich glauben Atomkraftgegner nicht, dass Atomkraft klimaneutral ist. Was schreiben sie? Das ganze Ausmaß des Klimaschadens durch Atomkraft ist heute jedoch noch gar nicht absehbar. Das klingt nicht gut, ne? Also, ja, warum? Weil bei der Urangewinnung fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen. Oh, das ist aber ein Problem, ne? Weil dann ist es ja nicht klimaneutral. Ja, und wo kommen Solarmodule her? Wachsen Solarmodule auf Bäumen oder Sträuchern? Werden die vielleicht nicht doch in China mit Kohlestrom hergestellt? Sind die dann klimaneutral? Nein, natürlich nicht. Ist es ein Problem? Nein, natürlich nicht. Man muss einfach mal festhalten, dass 85% der globalen Energieerzeugung fossile Brennstoffe sind. Und natürlich kostet der Umbau des Energiesystems auch Energie und natürlich verirrt sich dann auch etwas CO2 in die CO2-Bilanz. Das ist aber kein Problem. Wenn wir es schaffen, dieses Energiesystem umzubauen, dann wird diese CO2-Bilanz immer besser und besser. Und naja, man könnte ja irgendwann vielleicht mal, wenn man das Speicherproblem gelöst hat, Solarmodule mit Solarstrom herstellen. Problem gelöst, oder? Ja, und was spricht jetzt dagegen, dass man die Urangewinnung mit Solarenergie betreibt? Also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Der Vorteil wäre, wenn man das macht, statt den Solarstrom direkt zu nutzen, kommt die hundertfache Energiemenge raus. Oder man macht es halt so wie Frankreich, Urangewinnung, Urananreicherung mit Atomstrom, super CO2-Bilanz. Ja, und hier, das ist natürlich auch sehr lustig, AKW-Druckwasserreaktor wird angegeben mit 104 Gramm pro Kilowattstunde CO2. Braunkohle 1214. Übrigens, Biogas-Kraft-Wärme-Kopplung ist schlechter. Ja, ist jetzt Biogas keine Lösung mehr für die Bekämpfung der Klimakrise? Also gut, was haben wir noch? Atomkraft ist zu schwach, weil der Anteil am Atomstrom an der globalen Energieerzeugung beträgt 2%. Wir haben 414 AKWs weltweit, stimmt gar nicht, sind 440 aktuell. Um den restlichen Energiebedarf nur aus Atomstrom zu decken, müsste man zehntausende AKWs bauen. Ja, das ist natürlich eine Vorstellung, da rollen sich den Atomkraftgegnern die Fußnägel hoch. Aber wenn man mal vergleicht, wie ist der Alternativaufwand? Jedes einzelne dieser Kernkraftwerke, wie wir sie hier in Deutschland haben, entspricht der Stromproduktion von 1000 modernsten Windkraftanlagen mit 5 Megawatt. Oder 100 Quadratkilometern Photovoltaik, ja, die Zahl schockiert mich manchmal auch. 100 Quadratkilometer Photovoltaik, das ist ein Quadrat 10 mal 10 Kilometer. Mit dem Fahrrad braucht man 2 Stunden außenrum. So, wenn die Sonne scheint. Und weil sie nicht immer scheint, braucht man Atomkraft ist ein Auslaufmodell, denn der globale Atompark ist überaltert. Seine Reaktoren sind im Durchschnitt älter als 30 Jahre und haben somit ein kritisches Alter erreicht. Viele Meiler stehen kurz vor Ende der auf maximal 40 Jahre ausgelegten Betriebsdauer. Also wie widerlegt man das einfach durch reale Beispiele? Die USA verlängern Laufzeiten auf bis zu 80 Jahre. Punkt. Das ist inzwischen sehr klar erforscht, dass Leichtwasserreaktoren diese Laufzeiten sicher erreichen können. Wie schaut es bei den Erneuerbaren aus? Naja, die beobachtete Praxis ist, dass nach 20 bis 30 Jahren die ersten Windräder jetzt unwirtschaftlich geworden sind, sprich schrottreif. Jetzt muss man die erneuern. Deswegen sind es ja auch die Erneuerbaren, oder? Atomkraft ist zu langsam, weil es gibt gewisse Baustellen, auf denen läuft es tatsächlich leider nicht gut. Zum Beispiel Flamanville in Frankreich, frühestens 2024 mit 12 Jahren Verspätung ans Netz gehen. Ja, wie widerlegt man das?
durch historische Beispiele. Was hat Frankreich geschafft? Das ist 50 Jahre her jetzt, dass die uns gezeigt haben, wie man eine Energiewende erfolgreich macht. Wir machen seit 20 Jahren Energiewende, haben inzwischen 500 Milliarden Euro EEG-Umlage verpulvert, sind jetzt bei 50% des Stroms angelangt. Es wird immer schwieriger weiterzukommen, weil wir immer mehr flexibel, dezentral, dynamisch 2.0, Blockchain und so weiter brauchen, um das noch ins Stromnetz zu integrieren, diesen schwankenden Strom. Ja, Frankreich hat gezeigt, wie man eine Energiewende in 15 Jahren durchzieht. Gut, 10 Jahre Vorlaufzeit, aber danach ging es rasant. Also das Geschwindigkeitsargument steht auf Seiten der Kernenergie. Und Leute, die glauben, dass wir in 10 Jahren oder in 9 Jahren es wirklich schaffen werden, Deutschland komplett zu dekarbonisieren, wenn man mal sich ausrechnet oder... Ich habe gestern noch mal extra nachgeschaut. Solarförderverein hat auch so eine Broschüre rausgebracht. Was stellen Sie sich vor? Innerhalb der nächsten 9 Jahre jedes Jahr 50 Gigawatt Windstrom zubauen und 60 Gigawatt Solarstrom. 50 Gigawatt Windkraft sind 10.000 Windräder pro Jahr, 9 Jahre lang. 60 Gigawatt Solarenergie sind jedes Jahr 320 Mal der größte Solarpark, den es in Deutschland bisher gibt. Der ist 1,6 Quadratkilometer groß, also das wäre jedes Jahr eine Fläche von München, die wir mit Photovoltaik vollbauen müssten und das 9 Jahre lang. Auf 20% der Landesfläche müssten wir also diese dezentrale, smarte, erneuerbare, flexible und dynamische Energie einsammeln, um ans Ziel zu kommen. Ja, Atomkraft ist nicht wettbewerbsfähig, weil, was haben wir hier übertragen auf die Megawattstunde? Ist Atomstrom aktuell etwa 3-mal so teuer wie Ökostrom? Ja, das ist dann der Fall, wenn man halt die Speicher und das flexibel und dynamisch und dezentral und 2.0 und Blockchain nicht einrechnet. Gegenfrage, warum bauen andere Länder Kernkraftwerke? Ich meine, wenn es so klar wäre, dann würden die doch keine Kernkraftwerke bauen oder sind die so blöd, dass die ihr Geld verbrennen wollen. Ich habe noch nie in einer Diskussion eine sinnvolle Antwort darauf bekommen. Vielleicht, ja, dass die Bombe wollen, dann kann man gleich kontern, naja, die Leichtwasserreaktoren, die da gebaut werden, die sind gar nicht geeignet, um Bombenmaterial zu erbrüten. Lustig ist es auch, wenn man die Atomkraftgegner fragt, ja, jetzt mal lösungsorientiert, wenn das ein Problem ist, wie wollen wir es lösen? Die Reaktionen sind immer sehr lustig. Warum soll ich das lösen? Naja, die Lösung wäre natürlich, es so zu machen wie bei den erneuerbaren Energien. Serienproduktion, hohe Stückzahlen und dann wird's billig und schnell. Atomkraft ist nicht kompatibel mit erneuerbaren Energien. Das ist mein absolutes Lieblingsargument, das ist so schön. Das Stromnetzverstopfung. Ich wüsste gerne mal, wer sich diesen Quatsch ausgedacht hat. Denn es ist ja natürlich ganz, ganz blöd für die Erneuerbaren, wenn jetzt so ein Kernkraftwerk 24/7, 365 quasi läuft und dann wird der kostbare, flexible, dezentrale, smarte 2.0 Strom nicht gebraucht. Ja, das ist ja blöd, weil das beschädigt ja dann die Wirtschaftlichkeit von Wind- und Solarenergie. Dann ist das ja ein Problem. Leute, würde irgendjemand so argumentieren, wenn das ein Geothermiekraftwerk wäre, würde irgendjemand fordern, das runterzuregeln, damit der dezentrale, smarte, flexible 2.0 Wind- und Solarstrom ins Netz reinpasst? Nein, natürlich auch bei einem Laufwasserkraftwerk. Wer würde denn auf die Idee kommen, ein Laufwasserkraftwerk abzuregeln? Die ganzen Quaschnings, Solarpäpste, Kämpferts, die würden nackt durch die Straßen rennen und Heureka rufen, wenn es eine erneuerbare grüne Energiequelle gäbe, die das kann, was dieses Kernkraftwerk kann. Ja, Atomkraft ist nicht unerschöpflich, weil Uran ist ja endlich. Ja, das ist blöd, weil der Wasserstoff in der Sonne ist auch nicht endlich. Also erneuerbare Energie gibt es insofern gar nicht. Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden, sie kann nur umgewandelt werden. Das ist der Energieerhaltungssatz. Energie kann nicht erneuert werden. Also wie lange reicht der Brennstoff in der Sonne? Naja, er reicht lange. Aber in 500 Millionen Jahre ist hier auf der Erde es zu heiß, weil die Sonne immer heißer und heißer wird. Sie entwickelt sich zum roten Riesen. Also, wenn Kernkraft 500 Millionen Jahre halten kann, dann ist Kernkraft erneuerbar, oder?
weil Solarenergie ist es ja auch. Ja, Kernkraft kann so lange halten, weil im Meer schwimmen mehrere Milliarden Tonnen Uran gelöst und mit entsprechenden Reaktoren kann man das nutzen. Und summa summarum reicht dann eben die Kernkraft für bis zu 500 Millionen Jahre, um 10 Milliarden Menschen auf Industrielandniveau zu versorgen. Und wenn Uran alle ist, kann man Thorium nehmen, ist dreimal häufiger. Es ist lustig in der Diskussion. Wenn man lösungsorientiert vorgeht, habe ich schon sehr viel Schönes erlebt. Atomkraft ist umweltschädlich, ist das nächste Argument, weil der Abbau des Rohstoffs Uran hinterlässt radioaktive Stäube und Schlämme, die beim Abbau und bei der Aufbereitung des Urans entstehen, verseuchen dort breite Landstriche und Gewässer. Ja, wie ist das mit der Rohstoffgewinnung bei Neodym-Magneten für die Windräder? In der Mongolei gibt es einen gigantischen schwarzen Schlackesee, der da einfach ist, einfach in die Umwelt diese Giftstoffe entlässt, Quecksilber, Arsen, Tellur, die Menschen dort in der Gegend sind krank. Windkraft, ja. Ansonsten haben wir das Problem, dass die Erneuerbaren wesentlich mehr Rohstoffe brauchen. Das, was vorher Brennstoff war, ist jetzt Rohstoff. Kupfer zum Beispiel, das heißt, die indigenen Völker werden jetzt nicht mehr wegen dem Erdöl von ihrem Boden vertrieben, sondern wegen dem Kupfer, was da ist. Beobachtete Realität. Ja, was man auch sagen könnte, je mehr wetterabhängige Energiequellen wir haben, desto größer wird das Verlangen nach Wetterunabhängigen. Was gibt es denn Wetterunabhängiges auf grüner und erneuerbarer Seite? Biomasse. Ja, da werden Wälder abgeholzt und im Kohlekraftwerk verfeuert. Das ist ein Umweltverbrechen. Man braucht 2000 Quadratkilometer Wald, habe ich mal überschlagen, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen. Das ist Irrsinn. Greta Thunberg hat es auch kritisiert. Aber das wird passieren. Je mehr Wetterunabhängige wir abschalten, desto größer wird der Hunger nach Biomasse werden. Atomkraft ist nicht anpassungsfähig, weil die Abwässer haben eine Temperatur von bis zu 33 Grad Celsius und heizen Flüsse regelrecht auf. Um ein Umkippen und Fischsterben zu verhindern, schaltet man sie eben ab. Frankreich muss im Sommer regelmäßig Strom abregeln, weil AKW wegen aufgeheizter Flüsse stillstehen. Ja, wie kann man lösungsorientiert hier argumentieren? Ja, das ist so. In Frankreich werden, wenn es heiß ist, einzelne AKWs abgeschaltet. So, und jetzt haltet euch fest, wie groß ist der Produktionsverlust? Während der Hitzeperiode 5%. Ich denke, Solarenergie kann diese Lücke füllen. Und wenn sie es nicht kann, dann kann man die Kühlung verbessern, zum Beispiel auf Luftkühlung umstellen. Ganz einfach. Ja. Atomkraft ist zu gefährlich. Ein einzelner Unfall ist in der Lage, großflächige Gebiete mit einem Schlag unbewohnbar zu machen. Ich wüsste ganz gerne echt mal, ob wir jetzt eine Klimakrise haben oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wir hier ein sehr ernstes Problem haben, dass die Klimakrise auch menschengemacht ist. Habe ich zumindest bisher immer gedacht. Aber anscheinend ist es ein größeres Problem, dass es in Tschernobyl jetzt eine Sperrzone gibt, als dass wir Gefahr laufen, dass der Meeresspiegel um 8 Meter ansteigt. Also da, wo ist da die Relation? Wie viel Gebiet wird unbewohnbar, wenn der Meeresspiegel so weit ansteigt? Atomkraft ist ein Kriegslieferant. Da könnte man vielleicht auch sagen, also ja, bei der Atomkraft, da war erst die militärische Nutzung, dann die zivile. Bei der Solarenergie, naja, es gibt Militärsatelliten, die sind auch mit Solarenergie versorgt. Ich würde so argumentieren. Energie führt zu Wohlstand, Wohlstand führt zu Frieden. Umgekehrt, Energiemangel führt zu Armut und Armut führt zu Krieg. Ja, wenn man zu wenig Atomkraft hat, dann braucht man halt Öl und muss darum Krieg führen. Und außerdem, ja, wir haben Atomsprengköpfe. Es wäre schön, wenn es sie nicht gäbe. Aber wenn wir sie richtig nachhaltig entsorgen wollen, dann brauchen wir Reaktoren, die die spalten. Und solche Reaktoren gibt es. Atommüll gefährdet kommende Generationen, weil wir wissen ja alle, das ist unglaublich lange gefährlich. Ja. Mein Vorschlag wäre, dass wir einfach zu den Giftmüll-Endlagern gehen in Deutschland, Herford-Neurode, dass wir da die Tür aufmachen und dass wir den Atommüll mit endlicher Halbwertszeit neben den konventionellen Giftmüll mit unendlicher Halbwertszeit stellen und dann die Tür wieder schließen.
Dieser konventionelle Giftmüll fällt übrigens auch an bei der Herstellung von Solarmodulen, wie gesagt Quecksilber, Arsen, Tellur. Ja. Und es gibt natürlich die große Zwickmühle. Auch sehr, 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 sehr schön. Ich empfehle euch das von ganzem Herzen. Wenn euch jemand kommt mit dem Atommüllargument, fragt mal, was sein Lösungsvorschlag wäre. Die Leute ticken erstmal aus. Wie, was, ich soll für dieses Problem gerade stellen? Nein, das soll die Atomindustrie. Nein, du hast das Problem. Ich hab's nicht. Ich habe kein Problem mit dem Endlager. Mach mal einen Vorschlag. Ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir den Atommüll einfach weiter stapeln, in Zwischenlagern. Platz ist genug. Ein Menschenleben Atommüll passt in zwei Hände. Und dass wir einfach forciert Reaktoren zur Serienreife bringen, die das Zeitproblem lösen können. Die aus einem Zeitproblem von 1 Million Jahre ein Zeitproblem von 1000 Jahre oder weniger machen. Denn das, was die Atomkraftgegner wollen, die uns sagen, dass es vollkommen unverantwortlich ist, dieses Problem an 30.000 Generationen weiter zu vererben, die wollen doch das. Ich will das nicht. Ich will, dass dieses Problem nur an 10 Generationen weitervererbt wird. Ja, das war's. Wie lange habe ich gebraucht? Danke fürs Zuhören.